Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir schwitzen rüber und let's rock! Ah, hallo Herr Pöppelmann. Wer Ihnen wohl den Transporter geliehen hat, dass es da das Bild draufkleben darf, das frage ich mich heute noch. Oder ist so ein eigener? Und Frau Meier, schön, dass ich da bin. Ja. Hä? Also. Wie jetzt? Schön, dass ich da bin? So geht man heute als Handwerker in eine fremde Wohnung? Hallo Frau Neuer, schön, dass ich da bin. Alles klar. Nicht lang schnacken. Ich meine, durchaus hat er ja recht, ne? Na gut, vielleicht auch nicht bei den Handwerkern. Wo war denn der Schuh? Ja, meine Lampe funktioniert leider nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Ich habe auch mehrmals den Knopf an- und ausgemacht, aber passiert leider nicht. Hey, die haben nicht mal eine Tür hingekriegt. Wie soll der dann eine Lampe hinkriegen? Das ist kein Elektriker. Die Lampe war neu gestartet. Neu gestartet? Wie, das ist ein Reset-Knopf in der Lampe. Könnte neu starten. In meiner Lampe ist... Ach, ich hab ja gar keine. Stimmt ja, ich hab ja bloß die Lichterketten. In meiner Lampe ist also ein Reset-Knopf? Ach, ich hab doch keine. Ach, wirklich? Nee, Blödsinn. Hab ich mir gerade ausgedacht. Horstmann, so, Pöppelmann, wir haben hier einen 3,70er. Ein Kranunfall. Nee, eine kaputte Lampe. Alles, was mit Elektrik ist, da traue ich mich nicht ran. Ist doch kaputt, da passiert nichts. Na, man weiß ja nie. Passiert sowas öfter? Ja, Mann, perfekt, Alter. Also, das heißt, wenn jetzt mein Ladekabel von Handy in der Steckdose eingesteckt ist, das Kabel auch zerbrochen ist, kann ich's anfassen. Passiert nichts, ist ja kaputt. Also kann ich mal probieren, im Mund stecken am besten. Vielleicht haben wir die Überspannung in der Zystenleitung. Zystenleitung? Was für eine Schwesterspannung von der Hauptleitung. Wenn die überspannt ist, haben wir ein Problem. Haben wir eine Überspannung, Frau Meier? Kannst die ganze Geschichte vergessen dann? Oh Gott. Na, ich hoffe nicht. Das ist eigentlich das erste Mal, dass das vorkommt. Horstmann, Pöppelmann, drück das. Stabile Lampen. Normal. 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 Warum erinnert mich das gerade an die Pepper-Folge mit Stromausfall, wo sie die ganze Zeit einen Lichtschalter drücken, obwohl Stromausfall ist? Was bringt das? Und ganz schnell hintereinander. Das bringt's voll. Wie haben die es überhaupt geschafft, einen Job zu kriegen? Ja, nächste Woche ist Weihnachten. Warte mal. Oh. Oh nein! Das sieht nicht gut aus, Frau Krüger. Ja, das hat sie doch gesagt, Mann. Das Licht ist kaputt. Ach so, sind Sie jetzt... Jetzt ist das Licht kaputt. Die Expertin oder was? Naja, ich... Muss ich mir jetzt meinen Job erklären oder wie? Ich dachte nur... Eine Sache will ich Ihnen nochmal sagen. Was denn? Hab ich das wieder vergessen, sag ich Ihnen später. Pöppelmann? Horstmann? Ich würde mir die Lampe mal angucken. Guck dir die Lampe mal an, die ist nämlich kaputt, das sehe ich von hier. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Varion. Dachte eigentlich, dass Sie nur mal eben schnell die Glühbirne austauschen. Nur mal eben schnell, Horstmann, so denkt ihr über uns. Nein, also ich... Sie weiß unseren Beruf nicht zu schätzen. Wir können auch gehen, dann ist das nachts dunkel. Mit dem Hammer, jetzt geht's aber los, Alter. Andere nehmen gar nichts, er nimmt einen Hammer. Dann haben Sie Angst, dass die Räuber kommen. Wollen Sie das? Entschuldigen Sie bitte, wirklich, viermal. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich Ihnen sagen wollte. Was denn? Bei der Anfahrt hierher habe ich Ihre Katze überfahren. Ich habe keine. Ja, weil sie tot ist. Unser Nachbar? Klingt aber logisch, ja? Hatte durchaus recht. Hat eine. Hat er eine. Ist sie weiß? Komm auf, Frau, ja, jetzt mehr so rot. Boah, was hat denn hier für ein Aufprall erlebt, wenn die jetzt total rot ist, Alter? Idee. Ja, die ganze Geschichte. Ja, oder die hatte bei den Aufprall ihre Tage. Das kann auch möglich sein, die Tagesabkatze. Die mit der Murkenbatsche schön verzachteln und danach... Ich würde es gleich verspachteln, Alter, das kommt besser. Bremser, schön das Gewinde verwinden. Mit der Murkenbatsche. Das Gewinde verwinden. Im Winde verweht das Gewinde. Demnächst im Kino. Haha, perfekt. Du kannst doch kein Gewinde verwinden. Wenn du die Mucke anschraubst, schon. Dann hast du immer noch die Batsche. Reib ich schön mit der Blechzange raus. Horstmann, hat dich deine Alte wieder nicht reingelassen? Oder? Ich wusste gar nicht, dass Glühbirnen austauschen so kompliziert sein kann. Bist du völlig verwirrt? Ich hol die Murkenbatsche mal aus dem Auto. Der will mit einer Murkenbatsche das Gewinde von der Glühbirne verwenden. Kannst du das glauben, Frau Krüger? Ich bin nicht vom Fach, keine Ahnung. Also selbst wenn man da nicht vom Fach ist, sollte man sich denken, was zum Teufel geht hier ab? Oh, scheiße, die Lampe hat aber ihre Bar hinter sich. Oh, Hansen, das wäre eine größere Geschichte hier heute. Ernsthaft? Aber holla die Hodo. Aber das Licht... Holla die Hodo, jetzt kommt die Waldfee, Alter. Ist doch nur kaputt. 46 Jetzt Zentimeter. Misst er die Lampenbirne auch noch aus, Alter. Perfekt. Das wird nichts. Und wenn Sie wirklich nur die Glühbirne einfach mal austauschen? Wo soll ich denn jetzt eine Glühbirne herbekommen, Frau Meier? Ich dachte... Ich ein Glühbirnenverkäufer oder was? Könnten Sie vielleicht... Horstmann! Hey, das mache ich. So einen Glühbirnenstand eröffnen, Alter. Ich krieg bestimmt viele Kunden. Mann, kratz mal die Katze von meiner Haube weg. Noch ist sie warm, da geht die gut ab. Würden Sie sich bitte einfach mal am besten gleich mit dem Spachtel abkratzen, Alter. Schnell um meine Lampe kümmern. Horstmann, hol doch schon die Muckenbatsche. Was wollen Sie denn noch? Ich habe noch nie etwas von einer Muckenbatsche gehört. Das ist ein selbsttätiger
der Spanngürtel. Und wozu? Zum Spannen. Aber... Für die Spannung, meine Verleitung. Ja. Dafür der Spanngürtel. Ah ja. Für die Spannung. Papi Mann, Horstmann, die Muggenbatsche ist noch in der Firma. Ja, weiß das ich... war jetzt klar, dass das Ding noch in der Firma ist, weil keiner weiß, wie das Ding aussehen soll. So. Wusstest du? Klar. Ich wollte nur, dass du mir die Kerze von der Kerre kriegst. Herr Pöppelmann, nun reden Sie doch bitte einmal Klartext. 1,20, das wird heute nichts. Okay. Können Sie mir dann bitte wenigstens einmal sagen, welche Kosten vielleicht auf mich zukommen werden? Ich will doch ganz ehrlich zu Ihnen sein, Frau Krieger. Ja, bitte. Pass auf, jetzt kommt gleich, Sie müssen das Haus austauschen. Frauenkleider an. Was? Ich wollte ehrlich zu Ihnen sein und Sie nicht belügen. Aber... Was hat das jetzt bitte mit dem Wechsel der Glühbirne zu tun? Oder der Batschen, Ratschen, Datschen, Ratschen, da, die hier Winde windet? Zurück zur Lampe. Das wird nicht einfach. Wird eine größere Geschichte. Die Kosten. Was kostet es mich? Alleine schon, dass die länger als 5 Minuten da sind, wird dich 30 Euro kosten. Na gut, jetzt mittlerweile 50. Das wird eine größere Geschichte, Frau Meier. Oh... Muggenbatsche installiert. Also ich sag euch, ein Elektrikerhof ist wirklich schweineteuer. Jetzt habe ich WhatsApp vergessen auszumachen. Egal. Das mache ich nie wieder. Oh, jetzt muss ich ausmachen. Das mache ich nie wieder. Ich habe einmal einen Elektriker gerufen, weil meine Steckdose kaputt war. Da war... Ich wollte es selber austauschen. Leider sind die so fest verbaut gewesen, also so vor... Ich weiß nicht, wie man das nennt, dass die wirklich nur einen Elektriker wieder rauskriegt. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich denke, ich habe irgendwas falsch gemacht. Einen Elektriker gerufen und der hat einfach 5 Minuten da gebraucht, um das Ding auszutauschen. Und allein die Arbeit für die 5 Minuten haben einfach mal 35 Euro gekostet. Die Steckdose alleine austauschen hat 3 Euro gekostet. Stand halt auf dem Zettel drauf, Steckdose austauschen, 3 Euro. Arbeitszeit 35 Euro. Denke ich mir, Alter, ich rufe nie wieder einen Elektriker. Da lieber mache ich es alles selber, auch wenn die Bucht irgendwann anbrennt. Ich habe voll. Spanngürtel raufsperren. Das wird nicht ohne. Ganze Geschichte streichen, wieder raufbatschen, Unkraut jäten. Frau Krüger, sind wir locker bei 300 Euro. Boah, Alter, für eine Glühbirne. Ich glaube, der will die wirklich zuspachteln. 300 Euro. Wie bitte? 300, riech ich undeutlich oder was? Für 300 Euro können Sie mir ja gleich die ganze Elektrik im Haus neu machen. Gleich ich glaube, das wird dann doch ein bisschen teurer. Wo kann ich machen, wenn Sie wollen? Das war ein Scherz. Zumindest, wenn du denselben Elektriker da hast wie ich. Scherz. Finde ich lustig. Aber... Kann ich nicht drüber lachen. Dafür ist die Lage zu ernst, Frau Meier. Horstmann. Pöppelmann. Mach nochmal einen Abdruck von der Birne, dass die Mundbatsche auch morgen passt. Geht los. Frau Hansen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass Sie uns nicht ganz vertrauen hier bei der ganzen Geschichte. Dass Sie ein bisschen misstrauisch sind oder so. Ich verstehe nur nicht, warum das so ein großes Problem ist. Frau Meier, ich sag Ihnen jetzt mal was. Wir sind seit 43 Jahren hier im Geschäft. Wir sind Profis. Da bist du ein kleines Fehler. Moppalata, also die hat auf jeden Fall noch funktioniert. Wie können die 43 Jahre im Geschäft sein, wenn die nicht auf 3 kriegen? Ey, der Chef muss sehr, sehr, sehr tolerant sein. Wenn ich nur sage, dass die Leitung im Dirt ist. Oder sind ihre eigenen Chefs? Die Leitung auch im Dirt, okay. Ihr Kollege stirbt gerade. Ihr Kollege stirbt gerade. Schade. Horstmann weiß, was er tut. Der ist zwar dumm wie Brot, aber mit Handwerk kennt er sich aus. Hm. Also, Frau Krüger, wir sehen uns morgen wieder morgen, Batsche. Okay. Wir sehen uns morgen mit der Morgenbatsche. Wenn Sie meinen, dann gut. Tschüss. Tschüss. Frau Meier. Pöppelmann. Horstmann. Pöppelmann. Horstmann. Frau Meier. Pöppelmann. Pöppelmann, der alles kann. Oh Mann, wie viele Gästen Bier, das wären die 300 Euro, Alter. Ich würde so einscheißen. Alter, das war so verdammt geil, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.